Hallo, könnt ihr mich sehen? Wenn ich das jetzt auspacke, dann denkt ihr, wie der Kröterich sagt, na jetzt spinnt er ein bisschen reichlich zum Maulwurf. Ich habe also das erste Mal was bestellt, von dem ich gedacht hätte, nie in meinem Leben komme ich auf die Idee, so etwas, zumindest nicht in Westdeutschland, oder kommt es überhaupt aus Westdeutschland? Nee, es kommt aus Holland. So etwas in Holland zu bestellen, aber das Internet macht es möglich. Wir packen aus. So ein Riesenkarton. 61,68 hat das hier gekostet. Ich drehe den Karton mal. Ja, wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit. Also, ich habe tatsächlich im Internet Bier bestellt und Wein. Bisschen teuer, aber halt Sorten, an die ich hier nicht rangekommen bin. Ärgere mich ja in Berlin, dass ich nicht mal eine Flasche Köpi alkoholfreies zu kaufen bekomme und von anderen Sorten schon gar nicht. Zum Beispiel gibt es in Berlin nicht oder ich habe es noch nicht gefunden, aber ich denke eher in Berlin nicht. Wenn ich schon meine Macke mit dem alkoholfreien Bier ausreizen soll, Tuborg, Budweiser, berühmte Marken gibt es nicht. Da ist jetzt Heineken drin. Was hier alles so nicht zu haben ist. Inzwischen gehe ich davon aus, dass es mindestens 300 bis 400 Sorten alkoholfreies Bier in Deutschland, Europa gibt, wenn das reicht. Ich werde die also nie alle trinken und werde es auch irgendwie beenden und wollte mir aber den Spaß erlauben, so eine etwas seltsame Bestellung zu machen. Es ist natürlich so, und da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier nörgle, aber wir leben ja in Internetzeiten. Bestellt bei Amazon, aber natürlich nicht Amazon und nicht vor allem nicht Prime. Hat die Tüte 6 oder 7 Tage gedauert, bis das Zeug dann bei mir war. Was ich ehrlich gesagt für diese Art von Bestellung ein bisschen lang finde. Heineken 00, 03. Trinkt man sich tot dran, deswegen gibt es da gleich mehrere. Palm NA. Belgisches. An A wird dann nix Alkohol sein, wie der Belgier sagt. Buddels Malt. Haben sie mir jetzt verarscht, haben sie jetzt mir ein Malzbier geschenkt? Ne, dazu ist es zu. NL Bio. Das finde ich jetzt nicht gut. Die waren also offensichtlich in einem kleinen Doppelpack, den die Ärsche zerrissen haben. Tortell. Ich kann kein Französisch bekanntlicherweise. Muss ich nachgucken, aber ich glaube doch, das ist belgisch. Ein Drehverschluss. Wir haben so ein 6er-Pack-Angebot, was ich nicht wahrgenommen habe, weil dann da Bier drin gewesen wäre, was ich habe. Budweiser. Und zwar das richtige Budweiser, nicht das amerikanische Bud. Wo eine Party geplant. Nicht. So, Muskat von Torres. Torres ist spanischer Wein. Habe ich 2 Flaschen Muskat gekauft, kann mir das gerade nicht vorstellen. Weil ich ja den hier nämlich, Weihnachten, man kommt ja so rum, in Lettland gekauft habe, in einem Supermarkt. Der hat sehr lecker geschmeckt, kostete dort aber gnadenlose 87, was ja mittlerweile viel Geld für Wein ist, weil Wein ja auch billig sein muss. Den ich dann versucht habe, hier in Deutschland zu bekommen, weil er eindeutig besser schmeckt als der, den es bei Kaufland Retro gibt und so in verschiedenen Läden gibt es eine Deutung. Aber dann habe ich bei irgendeinem Tester, der auch alkoholfreien Wein getestet hat, gelesen, dass Torres das nicht in Deutschland vertreibt. Offensichtlich wollen sie ihren guten Namen schützen und denken, dass das mit Alkohol frei nicht okay. Es ist doof, dass sie diese kleine Packung zerrissen haben, denn ich mache das ja so gerne, dass ich die Sachen fotografiere, wie sie von den Firmen angeboten werden. Ich kann jetzt hier auf jeden Fall Fett Party machen. Ich habe auf jeden Fall Durst. Die sind ja schließlich alle warm. Und auch alkoholfreies Bier ist hübsch, wenn es kalt ist. Also Jungs und Mädchens, Party. Freiberger, alkoholfrei, seit 1850 ist das schon alkoholfrei. Das Erstaunliche ist ja auch, ich habe jetzt natürlich wieder, vielleicht erzähle ich jetzt Blödsinn, ich bin hier auf dem Plan, wie das mit
alkoholhaltigen Bier ist. Das hast du ja hier nicht nur keinen Zucker, doch 0,6. Was schon ganz schön viel ist dafür, dass es immer noch schmeckt. Aber nur 75 Kalorien auf einen halben Liter. Budweiser, Budbar. Pfandflasche. Also musste das doch in Deutschland zu kaufen gehen. Abgefüllt in der Brauerei. In der Tschechischen Republik. Hier bei diesem Kleenzeug steht ja sowieso gar nichts drauf. Ist ja bestimmt französisch, die machen ja so eine Sache. Buddels Malt von Gerd Arcts Bierbrauer. Und der hat 25 Kalorien und 3 Gramm Zucker. Ich fürchte, das wird mir nicht schmecken. Und diese Palm finde ich ja ganz süß. Weiß man natürlich nicht, was auf Belgisch Palm heißt, ob das ein Name ist und warum hier ein Pferd drauf ist. Da gucken wir auch mal. 23 Kalorien gefunden, also das hat über 100 Kalorien. Dann sagen wir, was Onkel Heineken sagt. 1,3 Gramm Zucker und 21 Kalorien. 0,3 ist da drin, also nicht 3,3, wie das in Deutschland wäre. Das ist hier bestimmt. Hier ist 2,5. Also wir scheißen uns von vorne bis hinten, Kinder. So, Vater trinkt jetzt noch ein Bier. Und dann kommt noch eine Bier-Überraschung. Dazu muss ich den Tisch ein bisschen umräumen. Es gibt schon 3 Videos über alkoholfreies Bier. Ich sitze auf dieser Seite des Tisches, Rainer Balzer-Rohberg, und ich sitze da drüben. Und wir unterhalten uns über das Zeug und zischeln so vor sich hin. Und ich werde es in diesem Jahr noch schaffen. Sowohl versprochen die Quassnummer als auch das alkoholfreie Bier, damit meine Regale von den Flaschen endlich befreit werden. Abonnieren Sie meinen Kanal und Ihnen entgeht nichts. Vias. Video im amerikanischen Sektor. Eine freie Stimme der freien Welt.